guten Morgen zusammen. Ja, es ist heute Nacht gestürmt, geregnet, jetzt schneit es ein bisschen, aber es bleibt zum Glück nichts liegen. Ja, mal sehen. Wir fahren dann erst noch mal kurz auf den Autohof. Noch mal 2 Minuten halten. Und dann düsen wir nach Leipzig. So 3 Stunden brauchen wir ungefähr. 3, 3,5 Stunden. Sind wir zwischen 1,5, 2 oben. Und dann dasselbe Spiel von vorne. Ja, also Leute. Nicht verzagen, Klausi fragen. Los geht's. So, da bin ich doch schon wieder. Jetzt machen wir los. Richtung Leipzig. Na, so 1:30 rum sind wir oben, das reicht. Ab auf die Autobahn. Ach, müsst ihr euch mal vorstellen, heute Nacht hat es so gestürmt, da hat es mir den Anlegklotz sogar verschoben unter das Auto drunter. Ich dachte, den haben sie gemaust. Dabei hat es mir den unter das Auto geschoben. So mitten drunter, fast auf der anderen Seite rüber. Da könnt ihr mal sehen, wie das geblasen hat gestern hier. Die Sabine. So, sind wir doch gleich am Dreieck Hochfranken. Bis jetzt lief es eigentlich ganz gut, störungsfrei. Es pustet ja tüchtig hier, also ist schon, wackelt schon ganz schön, das Auto. Naja, aber da müssen wir durch. Werden wir mal sehen, wie sich das jetzt in Thüringen und in Sachsen entwickelt. Aber das Schlimmste ist überstanden, haben sie ja gesagt, mit dem Sturm. Die müssen ja mit den Lang-LKWs hier hinten rumfahren. Wobei ich auch immer überflüssig gefahren bin. Habe ich mir nichts draus gemacht, wo ich Lang-LKW gefahren habe nach Leipzig. Bin ich immer von rum überflüssig gefahren. Ohne Rücksicht auf Verluste. Aber ich habe dann im Nachgang habe ich dann erfahren, dass die Strecke gar nicht freigegeben ist für lange LKWs. So. Schauen wir mal, ob es klappt. Es klappt, also bis später. Na, seht ihr, alles klappt, wie es klappen soll. Bloß in Regensburg klappt es wieder nicht. Gestern jedenfalls ging es mit der Einfahrt nicht in Regensburg. Naja, gucken wir mal, ob es heute geht. Das heißt, erstmal gucken, wie wir mit der Zeit dran sind. Vielleicht fahre ich auch gleich zum Haupttor rein. Und wieder raus.
meine, die Zeit geht sowieso flöten, egal ob ich jetzt erst an das Tor ranfahre und es geht nicht und ich fahre dann ins Haupttor oder ob ich gleich ans Haupttor fahre, ist am Ende egal. Also kann ich auch gleich ins Haupttor fahren. Das ist dann rum wie num. So, jetzt können wir noch eine gute Stunde fahren. Müssten wir es bis Osterfeld schaffen, denke ich mal. Boah, Alter. Ist das jetzt Weltuntergang hier oder was ist das? Mein lieber Schwan. Hier geht's ja jetzt richtig rund. Wird Zeit, dass wir hier verschwinden. Ab nach Bayern. Oh, hier hat's einen Plan abgehoben, mein lieber Mann. Das sieht ja nicht gut aus. Ist noch drauf, ja. So, möchten wir schauen, dass wir hier fortkommen, bevor es hier richtig losgeht. So, hier geht die Welt unter. Aber jetzt zügig hier. Mein lieber Mann. Kriegst du hier einen Hammer von der Seite? Hast du zu tun, dass du auf der Bahn bleibst, ne? Ich sehe jetzt hier, ja, keiner überholen in der Baustelle. Fahren wir gleich mal hier Mitte. Hier steppt der Bär. Kinder, Kinder, jetzt wird's Winter. Kann aber schon in 10 Minuten ganz anders aussehen, ne? Das ist das ja. Das kann sich schlagartig ändern. Abstand halten. Siehst ja kaum was hier. Euch das an, wie da der Schnee über der Autobahn zieht. Mein lieber Mann. Wir fahren unterm Schnee lang. Heidi Witzka. Hier ist Stimmung. Land unter.
ist es? 9. 10, 11. Bis 11 kann ich fahren, wenn ich dann 11 Stunden Pause machen will. Vielleicht schaffe ich es ja. Mal gucken. Gestern habe ich es nicht geschafft, weil ich da die andere Abladestelle hatte und dann zum Leergut noch zu einer anderen Ladestelle wieder musste. Und dann musste zwischendrin ja auch das Auto zumachen, kannst ja nicht mit offenem Auto fahren und das Dach runterkurbeln und ist ja auch alles Zeit. Und dadurch bin ich über meine 13 Stunden gekommen. Nicht viel, aber immerhin drüber. Also zählt es ja nicht, wenn ich 11 Stunden Pause gemacht habe. So, ich hoffe ja, dass ich das vielleicht heute schaffe. Spätestens morgen muss ich dann drauf achten. Aber wenn ich es heute schaffen sollte, wäre natürlich super. So, jetzt sind wir gleich vorne. Wie sieht's denn aus? Keiner drinnen, wie es aussieht. Na, werden wir sehen, ob es schnell geht. Wenn ich gleich rein kann, geht's schnell. So. Mit meinem Zauberschild, das funktioniert ja. Da gibt's keine Diskussion mehr. Ich könnte jetzt sagen, weil ich on Tour vorne dran stehen habe, aber naja. Da tue ich mir das Automatiktor, glaube ich, nicht mehr an. Das muss ich nicht haben, den Ärger. Alter! Seht ihr das? Alles weiß. Da kommt noch mehr von oben runter. Was das soll, frag ich mich. Naja, wir fahren heute bis Tiersheim. Gucken mal, ob wir da einen Platz finden. So, meine Lieben. Jetzt habe ich hier an der Shell-Tankstelle gerade noch einen schönen Platz erwischt, wo ich gerade so reingepasst habe. Und den zeige ich euch morgen ins Helles. Es schneit hier nämlich wie blöd. Beziehungsweise es hat geschneit wie blöd und es liegt überall noch der Schnee rum. Aber bis ich morgen losfahre, werden sie ja wohl hoffentlich geräumt haben. Ich denke mal so 10:30 Uhr rum machen wir hier los. Ja, und dann werden wir laden in Leipzig und dann halt dasselbe Spiel und dann gucken wir mal, wie es morgen läuft. Also trotz des Wetters lief es ja jetzt hier ganz gut. Ja, und jetzt bleibt man hier stehen. Schön was essen, nach euren Kommentaren gucken, ins Bett gehen. Ja, vor 8:30 Uhr stehe ich morgen hier nicht auf. Wenn ich 10:30 Uhr losfahre, das langt, wenn ich da 8:30 Uhr aufstehe. Also wenn ihr kurz vor 10:30 Uhr hier seid, das reicht. Männers, stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Gutes Nächtle und tschüss, bis morgen.